My Deutsch is very slow, but ein bisschen at the moment, but I'm learning. 43 Jahre jung, Amerikaner, Assistent von Anti-Türmännen und Defense-Coach. Das ist Oliver David, der nach 12 Jahren im US-Junioren-Hockey im Sommer mitsamt Familie und Hund über den großen Teich kam. Seine Mission in Biel. Something I would be proud of is if I made a good contribution to somebody's career or even somebody just as a person in spending every day. That's my goal. You know, I say to myself, the day to day is the way. Von den Dubuque Fighting Saints im Staat Iowa zum RC Biel. Ein spezieller Weg. Der Kontakt entstand in Pandemiezeiten per Zoom über Anders Olsson, den Bieler Assistenztrainer der vergangenen 4 Saisons. I got to know somebody and there was a connection there to the club and now you have a microphone in my face and you're asking me the question and this is an honor to be able to be in this position. In einer anderen Position befindet sich ein weiteres neues Bieler Gesicht. Mit Gardemaßen von 1,91 Meter und 98 Kilo übernimmt der Schwede Viktor Löw eine tragende Rolle im Unterzahlspiel. Im Powerplay kommt er als einziger der 14 Importverteidiger der National League kaum zum Einsatz. I knew from the start when I came here, obviously Stoney like wanted a guy like me and I think I am a good fit into this team. There's other guys who can do offense than I do the defense. Den KHL- und NHL-erprobten 28-Jährigen beschreibt Captain Gaëtan Haas als Lotto-Sechser für sein Team. Genau so einen haben wir gebraucht. Er macht seinen Job wirklich super und auch ein toller Mensch. Ja, ich glaube, in Defense Zone wird keiner gegen ihn spielen. Er ist so stark und macht gute Pässe. Eine Prise Schweden und USA in der sonst finnisch geprägten Bieler DNA. Eine Mischung, die dem Tabellenzweiten bisher ganz gut bekam.